Schönen guten Morgen, alle Guten. Ich bin dann der Prof von Luxembourgisch with Anne. Now, in the previous lesson, you have practiced your speaking and listening skills with part one of a short story called Deck a Krank. Now, in this lesson, you will practice the same skills with part two of Deck a Krank. Warst du bereit? Dann los! Deck a krank, Teil 2. Erstens lauschen. Liest Fragen, lauscht und antwortet auf die Fragen. Zweitens schwätzen. Aktiv schwätzen, lauschen und antworten. Wir fangen mit erstens an, lauschen und heißen Fragen. Erste Frage. Wie viel Kilo hat der Mark? 95, 175, 195? Zweite Frage. Was war das Schlimmste für den Mark? Hier konnte Ball nicht mehr gehen. Hier konnte nicht mehr fahren. Oder hier konnte nicht mehr mit seiner Kanne spielen. Drei. Wie alt war der Mark? 30, 40, wir wissen es nicht. Feier, der Mark hat nur im Regime den Job changiert. Richtig, falsch, wir wissen es nicht. So, ich lese es. Ich von diesen Leuten war der Mark Stone, ein Kamionschauffeur. Wie der Lucien war der Mark fett, krank und bald tot. An jene doch viel Medikamente geholt für dieselbe Strachkrankheit und zwar Urtikär. Hier hat 195 Kilo gewinnt. Hier war er so dick, dass hier permanent Peng hat. Hier hat sein Reck weh, hier hat sein Knie weh, hier hat sein B weh. Hier hat er so viel Gewicht zu drohen, dass hier bald nicht mehr gehen konnte. Hier sollte den ganzen Tag am Kamion anders gefahren. Hier ist just ein paar Meter vom Kamion bis an das Restaurant auf der Tankstelle zu Fuß gehen. Und da wird hier natürlich auch fettig essen gehen. Das Schlimmste für hier war, dass hier wegen seinem Gewicht nicht mehr mit seiner Kanne spielen konnte. Und hier hat sich dafür geschont. Der Mark war recht 40 Jahre alt, mit Doktoren haben ihm gesagt, hier hat nämlich nach ein paar Jahren vielleicht just ein Jahr zu leben. Allerdings haben sie ihm auch nicht geholfen. Der Lucien war sein Rettung. Hier hat ihm gelehrt, ein Jus-Regime zu machen. Und es hat funktioniert. Der Mark hat angefangen aufzuholen und er hat auch loserlos Mann abhängen. Als erstes Stich hat hier 44 Kilo aufgeholt. Hier hat sich gut gefühlt. So gut hat ihn sich schon lange nicht mehr gefühlt. Aber hier wollte er nicht mit dem Regime abhalten. Hier wollte nicht aufhängen mit Essen, mehr auch nicht. An der Moyenne ist ein Amerikaner 30% Fleisch, 60% verschaffte Lebensmittel, 5% Kern und just 5% Frischt, Obst und Gemüse. Dafür sind viele Amerikaner ungesund und übergewichtig. Die meisten Nährstoffe, die unsere Körper gesund halten, sind am frischen Obst und Gemüse. Ohne diese Nährstoffe kriegen die Leute wie der Mark Verdauungsprobleme, Blutprobleme, Herzinfarkt oder Krebs. Die Lucien und der Mark haben das 5% auf 100% erreicht während ihrem 60-stündigen Jus-Regime. Mit dem Jus-Regime war für beide kein sehr und definitiv Lösung. Es war eine Methode, für ihre Körper schnell nicht zu heilen. Aber für gesund zu bleiben, haben sie hier erst gewünscht, komplett andere müssen. Und das war gar nicht so einfach. Nur im Jus-Regime haben sie nach Heinsdorf Fastfood gegessen, allerdings haben sie probiert, für und allem frisches Obst und Gemüse zu essen. Haut, 5 Jahre mehr spät, brauchen sie kein Medikament mehr zu holen. Denn Urtikär ist geheilt, sie haben enorm aufgeholt und aber machen sie nach 2 Monaten 14 Tage Jus-Regime.
Beid können auch alone in normale Distanzen gehen, mit ihren Kanner spielen, ohne sich zu schummen an ein normales Leben zu haben. Der Lucien war fett und krank, alone geht ihn dreimal die Woche laufen und spielt Fußball mit seinem Beruf. Der Marc hat seinen Job als Kamionschauffeur gekündigt und als alone Gesundheitscoach für andere Leute zu helfen, hier ihr Gewohnheiten zu changieren und ein besseres Leben zu haben. So. Da gucken wir mal. So, Frau Eend, wie viel Kilo hat der Marc? Was hast du geantwortet? Hoffentlich hast du geantwortet 195. Je nach 195 Kilo Gewinn. Was ist die Antwort auf die Frau 2? Was war das Schlimmste für den Marc? Ja, hier konnte nicht mehr mit seinen Kanner spielen und hier hat sich dafür geschummt. Real war der Marc? Hoffentlich hast du 40 angekratzt. Und Nummer 4, der Marc hat nur im Regime den Job changiert. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Hin als Gesundheitscoach gehen. Super. So, lo üben wir aktiv lauschen und aktiv schwätzen. Ich so ein paar Sätze. Und dann stelle ich dir eine Frage, probiere spontan, ob die Frage zu antworten. Ich gebe dir natürlich ein paar Sekunden Zeit. Ich lese. Ein von diesen Leuten war der Marc Stone, ein Kamionschauffeur. Wie der Lucien war hier fett, krank und bald tot. Und hier hat auch viele Medikamente geholfen für dieselbe Strachkrankheit, und zwar Urtikaire. Hier hat 195 Kilo Gewinn. Was für eine Krankheit hat der Marc? Hier hat dieselbe Strachkrankheit, und zwar Urtikaire. Hier war er so dick, dass er permanent Pain hat. Hier hat sein Rückweh, hier hat sein Knieweh, hier hat sein Behweh. Hier hat so viel Gewicht zu drohen, dass er bald nicht mehr gehen konnte. Was hat der Marc weh? Hier hat sein Rick, sein Knie und sein BW. Für was konnte ihr bald nicht mehr gehen? Weil ihn so viel Gewicht zu drohen hat. Hier sitzt den ganzen Tag am Kamion an das Gefühl. Hier ist just ein paar Meter vom Kamion bis an das Restaurant auf der Tankstelle zu Fuß gegangen. Und da wird hier natürlich fettig zu essen gießen. Wo ist hin zu Fuß gegangen? Hin ist vom Kamion bis an das Restaurant auf der Tankstelle zu Fuß gegangen. Das Schlimmste hier war, dass hier wegen seinem Gewicht nicht mehr mit seinen Kanner spielen konnte. Und hier wird sich dafür geschummt. Was war das Schlimmste für den Marc? Ja, natürlich. Hier konnte nicht mehr mit seinen Kanner spielen. Der Marc war erst 40 Jahre alt. Mit Doktoren haben ihm gesagt, er hat nicht mehr nach ein paar Jahren vielleicht schon ein Jahr zu leben. Allerdings haben sie ihm auch nicht geholfen. Was haben Doktoren ihm gesagt? Er hat nicht mehr nach ein paar Jahren vielleicht schon ein Jahr zu leben. De Lucien war sein Rettung. Hier hat ihm gelehrt, ein Jury-Regime zu machen. Und es hat funktioniert. Der Marc hat angefangen aufzuholen und er hat auch los man abhängen. Als 60 Stich hat er 44 Kilo aufgeholt. Hier hat sich so gut gefühlt. So gut hat ihn sich schon lange nicht mehr gefühlt. Aber er wollte nicht allein am Regime abhalten. Er wollte nicht aufhängen mit Essen, mehr auch nicht. Wie viel Kilo hat der Marc aufgeholt? Hier hat 44 Kilo aufgeholt. Wollt ihr nun Regime eurem normal essen? Nee, ihr wollt auch nicht essen. An der Moyenne ist ein Amerikaner 30% Fleisch, 60% verschaffte Lebensmittel, 5% Kern und 5% Frischobst und Gemüse.
dafür sind viele Amerikaner ungesund und übergewichtig. Wie viel verschaffte Lebensmittel ist in Amerikaner an der Moyen? Hoffentlich wisst ihr hören, dass in Amerikaner an der Moyen 60% verschaffte Lebensmittel ist. Die meisten Nährstoffe, die unsere Körper gesund halten, sind am frischen Obst und Gemüse. Ohne diese Nährstoffe kriegen Leute wie der Mark Verdauungsprobleme, Blutprobleme, Herzinfarkt oder Krebs. Die Lucia an der Mark haben das 5% auf 100% erreicht, während ihrem 60-Stich-Jus-Regime. Wo sind die meisten Nährstoffe? Die meisten Nährstoffe sind am frischen Obst und Gemüse. Mit dem Jus-Regime war für beide kein sehr am definitiv Lösung. Es war eine Methode, für ihre Körper schnell zu heilen. Aber für gesund zu bleiben, muss sie hier erst gewünschte komplett andere müssen und das war gar nicht so einfach. Was tun die Lucia an der Markt machen müssen, für gesund zu bleiben? Sie haben hier erst gewünschte komplett andere müssen. Nur im Jus-Regime muss sie nachher ins Fastfood gehen. Allerdings muss sie probiert, für und allem frisches Obst gemäß zu essen. Was muss sie probiert, nur im Jus-Regime zu essen? Ja, sie probiert, für und allem frisches Obst gemäß zu essen. Haut, 5 Jahre mehr spät, brauchen sie kein Medikament mehr zu holen, denn auch die Kehr ist geheilt, sie haben enorm aufgeholt, aber machen sie nach 2 Monaten ein 14-Tage-Jus-Regime. Bald können eure Lunis normal Distanz zu gehen, mit ihren Kindern spielen, ohne sich zu schummen, und ein normales Leben haben. Wie oft und wie lang machen sie nach ein Jus-Regime? Ja, sie machen ein 14-Tage-Jus-Regime nach 2 Monaten. Wie bald ein Lohnes ein normales Leben? Ja, bald können es normal Distanz gehen und mit ihren Kindern spielen, ohne sich zu schummen. Der Lucien war fett und krank. Ein Loh geht ihn 3 Monate laufen und spielt Fußball mit seinem Beruf. Der Marc hat seinen Job als Kamionschauffeur gekündigt und als Gesundheitscoach für andere Leute zu helfen, hier erst Gewohnheiten zu ändern und ein besseres Leben zu haben. Was hat sich für den Markt geändert? Ja, hier hat seinen Job als Kamionschauffeur gekündigt und als Gesundheitscoach. So, ich hoffe, du hast das Lektion interessant fand und dass das dir geholfen hat, dein Hörverstand zu verbessern, aber auch deinen mündlichen Ausdruck. An der Beschreibung in diesem Video findest du einen Link und da kannst du Transkription von der Geschichte aufladen. Merci fürs Zuschauen. Adieu.